Hey Leute, willkommen zurück zu Dungeon Nightmares 2. Wir machen weiter mit dem Gruselspiel. Ich habe alles nachgespielt und nun sollte alles eigentlich wieder auf letztem Stand sein. Wo ist man? Oh. Ja. Wo es aufgehört hat und jetzt hat es kurz geruckelt. Warum ruckelt das? Na gut, das sind wohl die Laderuckler. Ja, wie schön. Es geht weiter. Ah, oh, meine Hände sind eiskalt. Ich habe nämlich eben alles nachgespielt und ich habe festgestellt, mit der Kerze kann man manchmal die Monster verscheuchen. Da war diese komische Mumien-Knusperfrau vor mir. Die habe ich mit der Kerze einfach mal pupp, in Luft auflösen lassen. Keine Ahnung. Das hat auch bei dieser komischen Frau, die einfach nur auf mich zuschwebt, funktioniert. Was, schon wieder? Schon wieder so ein brennender Raum, den wir verlassen müssen? Beziehungsweise ein brennendes Stockwerk? Das ist ja ulkig. Was haben wir da? Ja, wenn die Zeit jetzt nicht laufen würde, würde ich es kurz vorlesen. Der Bau, der See der Bäume. The Sea of Trees. Okay, search for clues before you leave. Fantastisch. Natürlich mache ich das. Habe ja sonst nichts Besseres zu tun, als nach hinten... Ah! Oh! Oh! Alter! Was habe ich da freigelassen? Oh! Ich muss hier raus. Ich muss hier schnell raus. Alter! Da kommt so ein Vieh rausgekrabbelt. War das Samara? Aus The Ring? Nur ein bisschen verknurzter. Knorz. Knorziger. Der alte Knerz. Boah, ist das widerlich. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich habe nur einen Raum hier. Naja. Hab nur einen Weg. Das finde ich immer am besten, wenn man nur einen Weg hat. Weil hier kann man ganz schnell was übersehen. Und dann findet man nicht mehr raus aus diesem Kladensch. Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel. Habe ich das schon mal gesagt? Ja. Aber ich spiele es trotzdem, weil ihr es so lustig findet. Hahaha. Nein, ich finde es ja auch lustig. Ist gelogen. Ich hasse es nicht. Ich hasse nur manche Scares, weil die sind echt unerwartet. Manche, okay, so wie Geräusche. Da weiß man schon, irgendwann kommt wieder eins und dann ist halt scheiße. Aber damit komme ich klar. Aber nicht mit diesen komischen Skeletten, die aus dem Boden krabbeln. Einfach mal so. Und mich dann verfolgen. Und vor allem ist es mir schon passiert, dass mich so ein Vieh dann gepackt hat, während ich nicht mehr rennen konnte, weil ich keine Ausdauer hatte. Ich wünschte mir einen Ausdauerbalken, weil dann würde ich sehen, wie viel ich noch rennen kann, ohne dass ich jetzt gleich wieder abnibble. Warte mal, wie weit geht denn das noch? Oh Gott, das ist wieder am Arsch der Heide hier. Warum sind die Karten wieder so groß? Könnt ihr nicht kleiner und verwinkelter machen? 10 Minuten Zeit für den Spaß. Wahrscheinlich ist es eh wieder eine Sackgasse hier. Ah! Ah! What the fuck? Was ist passiert? Hä? Ich sehe... Sind das Türen? Wähle deinen Pfad. Oh Gott. Was ist das? Eine Tür wird dich weitermachen lassen. Und die andere führt in eine Grube, oder was? Und die andere wird es hier enden lassen. Wähle jetzt. Das ist auch scheiße, Leute. Da ist überall tiefer Abgrund. Ich will da nicht runterspringen, das ist Kacke. Das ist auch Kacke. Oh Gott, warte. Toll. Was ist, wenn ich nicht wählen will? Ich kann den Spark of Light nicht machen. Wie weit geht denn das noch hinter? Ja Leute, das ist Mist. Nö, wisst ihr was? Ich kann nicht Escape machen. Wow. Ich kann hier nicht mal ins Menü. Sonst würde ich jetzt nämlich einfach nochmal das Spiel neu laden. Hahaha. Versteht auch nicht, was das macht. Okay, na, ich will nicht wählen. Das ist scheiße. Und jetzt? Wir wachen wieder auf. Ist das gut oder schlecht? 11. Januar, 2 Uhr, 1. Das stimmt sogar. Still alive. Ich lebe noch, ja. Wie gesagt, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich kann es nicht genau sagen. Ach, der Teddybär, ne?
Hallo. Hallo. Nochmal. Nochmal. Ja, ich weiß, meine Stimme ist da sehr bassig, wenn ich so nah ans Mikro gehe, aber ja, so ein bisschen Bass, ne? Das ist. Deswegen finde ich Großmembraner so lustig. Da hat man eine richtig bassige Stimme, auch wenn man sich anhört wie ein Hänschen. Man muss nur so machen und dann die ganze Zeit ins Mikro reden. Dann ist das sehr sinnlich. Und ihr könnt euch auf eure Boxen setzen und habt Spaß. Wollt ihr das? Ich hätte es auch. Ich finde das so doof, wenn das Leute machen. Ah, ehrlich, das ist doch. Das ist nicht schön. Okay. Hoffe, das war nicht zu laut. Ich muss mich erstmal an diesen Großmembraner gewöhnen. Ich spiele jetzt immer so. Dann seht ihr nicht, wenn ich Angst habe. Nein, es ist keine Schleichwerbung. Was? Floor 5 before it burns. Warte, ich habe ja Zeit, ne? Es klackert jetzt vielleicht ein bisschen lauter. Oh, eine Kerze. Eine Kerze! In der Kirche. Um 11. Oh. Fantastisch. Ich werde jetzt keine Kiste mehr öffnen, glaube ich. Kommt da wieder so ein Kackvieh raus. Boah. Türen sollte ich übrigens auch nicht mehr öffnen. Ich sollte gar nichts mehr öffnen. Na, ich muss aber die Kiste öffnen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass irgendwas rauskrabbelt, ne, wieder. Boah, dieses Spiel. Ich find's übrigens cool, der Macher, der hat sich ja nochmal gemeldet. Und sagte, ja, ich feiere das wieder, das Spiel, du schreist so schön, obwohl er kein Wort versteht. Warum nicht? Was ist schon wieder los? Könnt ihr mal aufhören? Ich sehe nichts. Das Erdbeben. Ist furchtbar. Wir sind erst auf Floor 5. Ich dachte, ich wäre schon viel weiter. Oh, sehr geil. Ja, ich weiß, du hustest wieder, Else. Die Eier, Else. Ich schwöre, wenn ich hier den Aufzug finde, bin ich weg, ne? Oh, Clue. The Sea of Trees, den hatte ich schon. Den habe mal. Oh! Du scheiß Blag! Ah! Oh! Ja, bla, Television keeps showing. Könnt ihr euch selber durchlesen. Mach Pause, verdammt. Ah! Kleines Mistblag. Eine Kerze. Okay. Irrelevant. Fallbeil. Meine Fresse, was ist hier los? Die wollen mich echt hier nacksch machen. Ich will das nicht mehr spielen jetzt. Es ist 2 Uhr mittags, aber ich habe hier alles. Da, guck mal, pass mal auf. Ahahaha! Da ist weg mit der Kerze getötet. Mit der Kerze. Okay, das war eine Sackgasse, aber ist cool, dass ich es gemacht habe, ne? Ich darf nicht so viel rumrennen, ich mache das immer mal wieder, aber das ist eigentlich auch blöd, weil manchmal muss man wegrennen. Fäf. Raum 307 ist mein Raum. Ich muss heute mal gucken, ich sehe die Tastatur nicht richtig. Lasst mich. Vor dem Geräusch habe ich keine Angst mehr. 7 Minuten, ne? Ich sehe es. Ich werde hier nur behindert durch mein Equipment. Das ist furchtbar. Ich sehe die Zahl nicht, wie lange es noch geht, wegen meiner Aufnahmezahl, dass da gerade aufgenommen wird. Durch DxTory und dann sehe ich nicht die Tastatur wegen meines Mikrofons. Wo sind wir denn? Ja, da waren wir noch nicht. Ist gut. Ja, es ist nur die Lampe. Halt die Schnauze. 2 Kerzen habe ich noch. Der Aufzug. Da ist der Aufzug, aber ich darf noch nicht. Ich habe noch nicht das notwendige Tool. Ich brauche noch einen Schlüssel. Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Komm, komm, komm. Ich weiß jetzt zumindest, wo der Ausgang ist. Das ist fantastisch.
Kerze. Gib die Kerze. Mehr ist da nicht. Das ist auch noch ein Zettel hier, ne? Ja. 2. Januar 2009. Heute sollte ich das... So habe ich den Ausgang gefunden. Aber warum bin ich noch immer hier? Oh, schon wieder du. Die Liesel. Die erhängte Liesel, ne? Hm. Ja, daneben ist Exit, muss ich mir merken. Lauf doch! Ich drück E. Mit so ein Hornochse. Ich gehe zum Ausgang. Scheiß drauf. Oder? Warte, ich kann doch nicht zum Ausgang. Ich habe doch nicht alles abgesucht. Hier gibt es auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Ich weiß das. Ich weiß, dass es hier noch einen Schlüssel gibt. Muss. Da brennt's ja hinter ihm. Oh Gott, hau ab, hau ab, hau ab. Verpiss dich. Verpiss dich, Junge. Der ist jetzt permanent hinter mir, ne? Ha! Das ist nicht mein Zimmer. Ist es auch nicht. So, 4 Minuten. Wir haben noch 4 Minuten, komm. Komm, komm. Das läuft, Leute, es läuft. Ich werde noch was finden. Außer dieser fiese Arsch findet mich vorher. Macht sehr viel Sinn. Ich kann nicht gehen. Und wenn du das liest, kannst du es auch nicht. Aha, auf der Innenseite sind Blutspuren. Ich darf nicht so schnell machen. Zu viele Wege noch. Ich renne jetzt mal nicht mehr. Stuck. Stuck. Thunderstruck. Wow, wow, wow. Jetzt gar ich nichts finde, dann drehe ich rum. Ne? Ich habe 1 Minute bräuchte ich theoretisch. Sagen wir mal 1 bis 2. Hätte ich sowas wie ein Ausdauerbalken, das wäre so gut, ne? Das wäre so gut! Hör auf! Warum falle ich? Was soll der Scheiß? Warum bin ich jetzt gefallen? Was ist geschehen? Nein, oder? Nicht nochmal jetzt. Nicht nochmal. Das ist doch Kacke. Leute, das ist scheiße. Warum bin ich jetzt da runtergefallen? Das ist Humbug. Das ist echt Humbug. Komm, einmal noch, ganz schnell. Ich habe keine Zeit. Ich muss eigentlich weg. Ja, super geil. Danke, Spiel. Hast mich verarscht, ne? Oh, jetzt auch. An diesen Säulen ist manchmal der Schalter. Oh, da vorne ist rot. Nee, ich dachte, das wäre der Schalter. Ist gar nichts. Kerze vielleicht? Ja. In der mittleren Schublade ist nämlich fast immer eine Kerze, habe ich festgestellt. Ja, habe ich aufgepasst. Habe ich aufgepasst. Aber ich hätte den Aufzug nehmen sollen. Ich bin so doof. Aber ohne Schlüssel macht das keinen Sinn, weil kein Schlüssel ist kein Fortschritt. Versteht ihr? Wir wollen ja Fortschritt. Jetzt muss ich das wahrscheinlich immer wieder machen hier. Boah, meine Fresse, ist das widerlich. Das ist nicht mein Raum. Boah, meine Güte. Ekelhaft hier. Ist auch wieder nix. Scheiß. Scheiß die Wand an. Ah, und ich habe jetzt einen anderen Weg genommen. Das heißt, es kann sein, dass es da ganz vorne am Anfang weiterging. Das ist ja nie... Das weiß man nie. Beim Nachspielen hatte ich auch, dass der Aufzug im selben Raum war wie der Schalter. Also ein Raum weiter war der Schalter. Das war total komisch. Und manchmal findet man den Schalter auch einfach nicht, wenn man nicht... Ah! Kind! Geh in die Schule! Wenn das Vieh jetzt wieder rauskommt, ne? Oh, oh, 2 Kerzen, wow.
Das hatte ich noch nicht, das unten. Oh. Ja, das hängt da dran, obwohl das brennt. Ja. Die Logik sollte jedem ins Auge stechen. Ja. Ich habe 4 Kerzen. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe 4 Kerzen dabei. Irgendwo ging gerade eine Tür auf. Ist mir egal. Jede Tür hat dieselbe Nummer. Du bist aber schlau. Ich darf nicht so viel rennen, das ist tödlich. Oh Gott! Ich habe gedacht, ich krieg sie weg. Ich schreie Else, geht aber nicht. Scheiße, jetzt muss ich komplett den Weg zurück. Du kannst mich mal. Ich renne einfach vorbei! Nein! Oh komm, nein! Leute, das war's! Das war's für den Part. Ich habe keine Zeit und es ist jetzt schon viel zu lang alles. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu Dungeon Nightmares 2. Wenn ich vielleicht diesen dreckigen Floor schaffe. Und jetzt kommt das wieder. Hab ich keinen Bock. Tschüss.